Ja, bitte? Wer ist da? Ich komme aus dem Betrieb Ihres Mannes. Ich habe eine Nachricht für Sie. Eine Nachricht? Was denn für eine Nachricht? Ist was passiert? Bitte machen Sie auf, Frau Otto. Moment, ich muss erst den Schlüssel holen. Komm schon! Immer wenn es schnell gehen soll, da findet man nicht den richtigen Schlüssel. Hilfe! Polizei! Da waren drei! Hilfe! Man hat Götz auf den deutschen Guitry genannt, beziehungsweise Guitry den französischen Götz. Es geht in diesem Film um den König eines Operettenstaates, der kurz vor seiner Hochzeit ein paar... Ich will dich. Ich will dich. Jeden Tag. Du bist doch meine Frau. Ich hab doch ein Recht. Recht. Du willst. Was bin ich denn für dich? Ein Gegenstand, den du benutzt. Beliebig oft.
Wenn du wenigstens einmal sagen würdest, ich mag dich. Geschweige denn, ich liebe dich. Wo gehst du denn hin? Schlafen. Mach die Tür auf. Wenn du nicht aufmachst, schlage ich die Tür ein. Wenn du mich nicht loslässt, stoß ich zu. Bist du wahnsinnig? Ich bin nicht wahnsinnig. Ich will nicht mehr. Verstehst du? Du machst mich kaputt. Du spielst den Herrscher. Aber ich bin ein Mensch. Eine Frau. Ich bin nicht dein zahmes Klosett. Wer bist denn du? Herr? Du bist nichts. Asche. Eine alt gewordene, eiskalte Kuh. Ich hatte ja noch nicht mal aufgeschlossen. Da drückte der Kerl schon auf die Klinke. Sie sagten vorhin, dass der Mann maskiert war. Ja, das war eine Maske. Vielleicht ein Strumpf mit Seeschlitzen. Oder eine Pudelmütze. So genau kann ich mich da nicht mehr erinnern. Man sieht ja auch nicht viel durch das Guckloch da.
Sie sehen mich so zweifelnd an. Meinen Sie, ich habe mir das Ganze aus den Fingern gezogen? Sind Sie oft allein nachts? Ja, mein Mann ist in Berlin auf Montage. Ist das bekannt? Ach, na, das weiß die ganze Nachbarschaft. Wie war denn die Stimme des Mannes? War sie jung? War sie alt? Sprach er Dialekt? Oder kam sie Ihnen vielleicht bekannt vor? Das ging auch alles so schnell und ich war viel zu aufgeregt. Ich dachte ja nur, dass mit meinem Mann was nicht in Ordnung ist. Ist das Gartentor immer offen? Ja, das Schloss ist kaputt. Das ist mein Patent. Ich weiß schon, was Sie jetzt sagen wollen. So eine offene Tür, das ist wie eine Einladung. Mein Mann wollte sie auch längst reparieren, aber Sie wissen doch, wie das ist. Keine Zeit, keine Zeit. Ich habe doch gar nichts gesagt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Tja, viel war das nicht, was Sie uns sagen konnten. Wir schicken einen Spezialisten vorbei, der versucht, Fingerabdrücke zu nehmen. Und vielleicht sollten Sie sich doch eine Sperrkette zulegen. Meine Großmutter sagte immer, doppelt genäht hält besser. Das sagen Sie mal meinem Mann. Ein Bier. Wieso trägst denn du so ein Ding? Ist doch aufregend, oder? Ohne spürt man aber mehr. Ausgefallen, Opa. Guck mal in den Spiegel, da siehst du einen Arsch mit Ohren. Steck ein. Ja, danke. Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Nein, nur sag mal was. Was? Na, zu dem Fall. Vielleicht ist das überhaupt kein Fall. Na, immerhin. Wollte da ein maskierter Mann unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in ein Haus eindringen. Ja, und er hat es so eilig, dass er nicht mal abwartet, bis die Frau aufgeschlossen hat. Ja, das war sein Fehler. Ich frage dich... Oh, entschuldige. Ich frage dich, was wollte der? Klauen? Der geht hin und klingelt, also weiß er, dass jemand da ist. Richtig. Eine Frau. Eine Frau, deren Mann auf Montage ist. Nee, nee, du. Der wollte fremde Kirschen naschen. Und ich sage dir, der probiert's nochmal. Um 8 Uhr bei dir. Und sei fertig.
Gott, mein Herzl. Komm gut nach Haus. Geh schön schlafen. Und denk an Maja deine klitzekleine Kleinigkeit. Ach, gib mir doch mal einen richtigen Kuss jetzt los. Aber nur einen und du bleibst sitzen. Maja, da hat ganz weiche Knie. Tschüss. Du Kerl. Wie spät ist es denn? Gleich 12. Nun komm endlich ins Bett. Ich höre ihn gar nicht atmen. Er soll vielleicht schnarchen. Ach du, Männer verstehen das nicht. Dieter, komm doch mal. Was ist denn? Da sitzt einer am Baum. Ach, was du mal siehst, hm? Du hast eine zu lebhafte Fantasie. Hey, nun komm. Kling nicht so. Du hast noch Zeit. Hm. Wie man isst, so arbeitet man auch. Mhm. Du kleckerst. Oh, Verzeihung. Noch mehr. Hm. Ich hab's wirklich nicht leicht. Doch. Was denn? Wie du riechst. Wie denn? Oh? Nach Weib. Schön gibt's.
Grüß unseren Sohn. Na, was macht denn der Nachwuchs? Ganz schöne Umstellung, oder? Ja, er ist ein friedlicher Bürger, ganz unproblematisch. Natürlich hat man mehr Arbeit. Also wenn ich Ihnen mal helfen kann, müssen Sie sich melden. Danke für das Angebot, Oma Kuster. Und wenn Sie mal in die Stadt wollen, ich nehme. Da komme ich drauf zurück. Hanko, was soll denn das? Bestimmt wieder ein Igel. Sie haben einen Igel? Naja, Sie oder ich? Jedenfalls habe ich ihn schon mehrmals morgens getroffen. Also Hanko, hierher, aber schnell. Jetzt ist er aufgewacht. Schönen Tag noch, Oma Kuster. Nur aber ab ins Haus, du olle Radautüte. Jetzt hast du Ola aufgeweckt. Schäm dich was. So, mein Liebling, jetzt bist du dran. Jetzt kannst du dich gleich satt trinken. Was vergessen? Ich komme gleich wieder. Kerzi! Ich täusche Sie. Wenn Sie den Schrei passieren, ich Sie. Das ist aber wirklich genug. Was ist denn da los? Sag mal, bist du heute der Einsatzleiter? Was dagegen? Nee, nee, jetzt muss sich ja jeder mal seine Sporen verdienen. Guten Morgen. Guten Morgen. Leutnant Grave. Oberleutnant Langner, der ABV dieses Ortsteils. Das ist Frau Kuster, die Nachbarin, die das Opfer gefunden hat. Frau Kuster, haben Sie irgendetwas angefasst oder verändert? Das hat er mich auch gerade gefragt. Er habe nur Frau Willert versorgt und mich um das Baby gekümmert. Und Frau Willert, die liegt noch genauso da, wie ich sie gefunden habe. Sehr gut, Frau Kuster. Wir reden gleich ausführlich, ja? Ja, danke. Der Tatort liegt im Bereich... Ist die K-Technik da? Du, wir sind klar. Kümmern Sie sich um die Frau. Unterleutnant Görz, Sie gehen mit. Und vorsichtig, mit viel Umsicht, ja?
Oberleutnant Langer, Sie versuchen, in der Nachbarschaft und der näheren Umgebung etwas herauszufinden. In Ordnung. Na komm. Kommst du mit? Wir gucken uns mal die Gegend an. Dazu sind wir doch da. Prost. Schönes Kostüm hast du an. Du kannst mir ja so einen Anzug kaufen. Na, Heinrich, dann fotografier mal schön und sei nicht so knauserig mit dem Material. Ja, Gegend und Umgegend, wie gehabt. Alles Tatort, ich weiß Bescheid. Außer der gerissenen Dammnarbe hat die Geschädigte keine äußeren Verletzungen. Das heißt Druckstellen in der Halsgegend und Spuren eines Stricks an den Handgelenken. Hat der Täter sie gewürgt? Ich glaube nicht. Dazu sind die Flecken wenig intensiv. Ist ihn schlecht? Bisschen. Und an den Händen gefesselt, ans Tischbein gebunden. Haben Sie mit ihr sprechen können? Nein. Ich fürchte, Sie müssen mich jetzt hier entbehren. Sie fahren mit dem Funkwagen. Wenn sie nur keinen seelischen Knacks hat. Nicht einmal hat sie auf das Baby reagiert. Frau Kuster, ich rekapituliere noch mal. Um 6.30 Uhr ist der Mann aus dem Haus gegangen. Hm. Gegen 7 Uhr haben Sie Frau Willert schreien hören. Ja. Ja, das muss so gegen 7 gewesen sein. Ich habe mir noch gedacht, wer fährt denn um diese Zeit mit dem Moped zur Arbeit? Sie haben Moped gehört. Das haben Sie vorher nicht gesagt. Naja, weil mir das jetzt erst einfällt. Wissen Sie, man kennt doch den Rhythmus der Nachbarn. Und ein Moped gehört nicht in diese Zeit. Und das können Sie so bestimmt sagen? Ja. So eine Siedlung hat doch ein Eigenleben. Auch von den Geräuschen her. Alles Fremde wird sofort bemerkt. Das fällt auf. Und ein Moped gehört nicht hierher. Frau Kuster, vielleicht war das ein ganz wichtiger Hinweis. Wie sind Sie denn eigentlich in das Haus gekommen? Die Tür war doch offen. Ja, nicht sperrangelweit auf, aber sie war nicht eingeklinkt. Na, was sagst du? Setzen wir doch mal den Hund an. Genau. Hier zu diesen Büschen ist Hanko immer gelaufen. Und ich dachte, er hat einen Igel entdeckt. Philipp? Geh doch mal aus dem Licht. Komm mit, ich hab was. Immer ich. Kann man nicht mal in Ruhe seine Arbeit machen. Na komm schon, dann nimm dein Fotoapparat mit. Was ist es denn? Na, das sieht doch gut aus. Das finde ich auch. Ja.
Mit Frau Kuster, würden Sie uns bitte einen Augenblick allein lassen? Ja, ja, natürlich, ja. Das sieht aus wie abgewischt. Moped, Leukoplast, Pudelmütze, Strick. Vielleicht hat er auch noch ein Messer. Mensch, mal nicht einen Teufel an die Wand. Die Frau Otto, die wohnt auch hier in der Gegend. Ja. Wir sollten uns hier in der Nähe einquartieren. Ja, das sollten wir. Wissen Sie, wo Herr Willand arbeitet? Ach du liebe Zeit, den habe ich jetzt in der Aufregung ja vollkommen vergessen. Also, Moment mal, der ist Kunstmaler in der PGH Dekorkunst. Naja, oder so ähnlich. Ich gehe schon. Ich organisiere unseren Stützpunkt und fahre ins Krankenhaus. Meld dich mal. Ole ist gut versorgt. Sie können wieder ein freundliches Gesicht machen. Er schläft jetzt. Ich hatte solche Angst, er war ganz blau vom Schreiben. Tja, Hunger tut weh. Eine Stunde über die Zeit. Gott sei Dank hatten wir Muttermilch da. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Hoffentlich kann er bald wieder zu seiner Mutter. Wissen Sie was Neues? Nein, ich will jetzt zum Chefarzt. Das war wohl Ihre erste Begegnung mit einem Baby. Das ist nun unser Saal. Hier ist der separate Eingang. Da hinten sind die Toiletten und Waschgelegenheit. Ich weiß nicht, wenn das ausreicht. Ein Telefon schütze ich bitte nicht. Ja, das organisieren wir uns schon. Was sagen Sie dazu? Entschuldigen Sie, wie war Ihr Name? Moor. Unterleutnant Moor. Danke. Also, Ihr erster Auftrag. Richten Sie uns häuslich ein. Dankeschön. Bitteschön. Herr Willard? Nein, bin ich nicht. Ist der andere. Danke. Entschuldigen Sie, Herr Willard, ich müsste Sie einen Augenblick sprechen. Ja, Moment, die Nase hat noch nicht den richtigen Schüssel weg. Gleich, ja. So. Na? Ist doch lustig, oder? Doch, ist sehr lustig. Was? Mein Name ist Zimmermann. Oberleutnant Zimmermann. Ich bin von der Kriminalpolizei. Ja, und? Herr Willard, es fühlt mir nicht leicht, Ihnen das zu erklären. Machen Sie schon. Raus mit der Sprache. Herr Willard, es handelt sich um Ihre Frau. Ja? Und? Sie ist im Krankenhaus. Mit dem Baby. Und ich wollte sie hinbringen. Was ist mit meiner Frau und dem Baby? Ihre Frau ist vergewaltigt worden. Erzählen Sie nicht so einen Quatsch. Entschuldigung. Schon gut. Lebt sie? Sie lebt und dem Kind geht es gut. Gibt's was? Der Chefarzt ist bei Frau Willard, der untersucht hat mich verborgen. Konnten Sie jetzt mit ihr sprechen? Nein. Und das Kind? Ist versorgt, schläft. Ihr erster Einsatz? Passt. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf. Ihr Engagement in allen Ehren, aber das halten Sie auf die Dauer nicht durch. Wie ich sehe, haben Sie Verstärkung bekommen. Wir machen der Chef von Zianze, nicht wahr? Leutnant Grafe. Angenehm? Sehr angenehm. Tja, also nach dem entsetzlichen Vorgang habe ich Sie natürlich nicht befragt, kann also nichts sagen. Aber ich habe Sie untersucht. Die eingerissene Dammnarbe ist die einzige Verletzung. Auch der Blutverlust hat sich in Grenzen gehalten. Die Narbe wurde wieder genäht, aber der psychische Zustand von Frau Willert ist miserabel. Naja, ist auch kein Wunder nach diesem
entsetzlichen Erlebnis. Ich habe da meine Bedenken. Der Schock sitzt tief, nicht wahr? An eine Befragung ist da wohl jetzt nicht zu denken. Auf keinen Fall. Sie hat doch kaum Kontakt. Nicht mehr zu Baby, bedauerlicherweise. Nicht wahr? Sie muss da stillen, nicht wahr? Tja, wir haben sie erst mal ruhig gestellt. Sie schläft. Und wann, denken Sie, könnten wir mit ihr reden? Tja, das braucht Geduld. Sie muss ja erst mal wollen, muss ich stellen. Erst das Kind, dann der Mann und dann, entschuldigen Sie bitte, dann erst sie. Also wenn sie Kind und Mann annimmt, dann ist ja das Schwerste überwunden. Dann ist sie auch bereit zu reden und das ist ja auch von Vorteil für sie. Einleuchtend? Doch, doch. Sehr einleuchtend. Und wann in etwa könnte das sein? Ich bleibe dran. Ich gebe Ihnen sofort Bescheid. Ich bin auch genauso daran interessiert, dass das Verbrechen aufgedeckt wird. Jetzt haben wir beiden Kerle nur geredet. Und Ihre reizende Kollegin ist überhaupt nicht zu Wort gekommen. Bringen Sie sie wieder mit. Ich mag reizende Polizistinnen. Gerade meine Frau hat sie doch recht. Sie sagte gestern Abend, da sitzt einer am Baum. Ich habe das nicht ernst genommen. Haben Sie was dagegen, dann wäre es zu Ihnen fahren, dass Sie nicht sehr wichtig, was Sie da erzählen. Ich mache alles. Hier im Dunkeln. Siehst du doch. Karnickel füttern. Nimm mal bitte. Gib mir mal die Pinzette. Die kleine oder große? Ist mir wurscht. Hier. Du sagst ja gar nichts. Ich habe keine Zeit zum Quatschen, ich arbeite. Ah. Suchet, so werdet ihr finden. Hast du was gesagt? Komm mal rauf, hier kannst du was lernen. Du, das mache ich glatt. Dann bleib mal lieber unten. Wer hochsteigt, kann tief fallen. Ich habe dir etwas eingepackt. Vielleicht muntert sie das auf. Wie sie mal rumgelaufen ist, im kurzen Kittel. Gerade im Nachthemd. Alle haben's gesehen. Was redest du denn da? Schämst du dich nicht? Du musst sie jetzt spüren lassen, dass du sie sehr lieb hast. Hörst du? Und sei behutsam. Lass ihr Zeit. So was Schreckliches. Das sitzt doch ganz tief. Also bitte nehmen Sie Platz. Ich bin mal ganz unsentimental, lass die Gefühle weg. Die nützen Ihnen nämlich jetzt gar nichts. Ihren Zustand kann ich mir vorstellen, aber das spielt eine sekundäre Rolle. Ihre Frau ist wichtig. Nun machen Sie doch nicht so ein kummervolles Gesicht. Versuchen Sie, Ihre Gefühle zu beherrschen. Geben Sie sich möglichst normal, nicht wahr? Normal. Naja, vielleicht ist das nicht das richtige Wort. Wer findet das auch immer? Ich meine, Sie sollten sie nicht belasten. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Annäherungen. Zärtlichkeiten werden jetzt wahrscheinlich nicht verlangt. Oder vielleicht doch. Nicht wahr? Sie lieben Ihre Frau? Ja. Und Sie machen ihr keine Vorwürfe, sind doch nicht gekränkt. Also nein. Seien Sie Ihr Ehemann.
Zeigen Sie ihr Ihren Beistand. Ihre Liebe. Ich will jetzt zu ihr. Schmutzig. Das ist kein Mensch. Das war so erniedrigend. Was bin ich halt? Sie werden ihn finden. Er wird dafür bezahlen. Was wird aus mir? In mir ist was kaputt. Meine Seele ist krank. Soll ich gehen? Wo ist mein Baby? Die Ärzte sagen, es braucht dich. Du musst Ole stillen. Mit mir. Bin doch dein Mann. Wir sind uns wohl einig, dass es sich bei dieser Tat um ein besonders abscheuliches Verbrechen handelt, das uns zwingt, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln vorzugehen. Wir sind der Geschädigten und der Bevölkerung gegenüber verpflichtet, diesen Täter schnellstens mit dem größtmöglichen Einsatz jedes Einzelnen zur Strecke zu bringen. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich bei diesem Triebtäter um eine Täterpersönlichkeit handelt, die ihre Verbrechen wiederholen wird. Eile ist also geboten. Vergegenwärtigen wir uns den letzten Stand der Ermittlungen. Auf der Karte eingezeichnet sind die Wohnorte der beiden Frauen. Hier das Wohnhaus Otto und hier das Wohnhaus Willard. Die Ereignisorte liegen knapp 2 Kilometer auseinander. Das Gebiet hat Siedlungscharakter mit unbebautem, nicht einsehbarem Hinterland. Wald, Unterholz. Offensichtlich ein bevorzugtes Territorium des Täters. Wir wissen von ihm, dass er mit einer Art Gesichtsmaske arbeitet, mit einem Moped unterwegs ist, zur Tat Hilfsmittel benutzt, Strick, Leukoplast als Knebel. Er hat also eine Handschrift. Und wir müssen befürchten, dass er bewaffnet ist. Leider ist die geschädigte Frau Willert noch nicht vernehmungsfähig. Ich bitte jetzt um Ihre Untersuchungsergebnisse. Oberleutnant Zimmermann. Zunächst möchte ich Oberleutnant Heinrich entschuldigen, er ist noch mit der Auswertung beschäftigt. Also, der Einstieg und der Fluchtweg des Täters sind identisch. Eine abgebrochene Zaunlatte, die geknickten Zweige und die gesicherte Fußeindruckspur belegen das eindeutig. Über die Qualität der Schuhspur muss allerdings Oberleutnant Heinrich Auskunft geben, ebenso über die Fingerabdrücke an der Tür. Es gibt da aber noch einen neuen Aspekt. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Ich habe so schnell gemacht, wie ich konnte, aber ich habe auch einiges vorzuweisen. Erstens die Fotos vom Tatort. Zweitens zwei wunderbare Fußabdrücke, gut lesbar. Den einen habe ich am Zaun genommen, den anderen am Baum. Drittens, weniger gut lesbar, ein Abdruck vom rechten Zeigefinger und vom Daumen. Viertens das Leukoplast aus der Wohnung Willert. Hier sind noch die Fotografien von den Schuhabdrücken und braune Fasern, wahrscheinlich von einer Korthose, Baumwollkorthose. Der Täter beobachtete nämlich in der Nacht zuvor die Frau und den Tatort. Und Frau Willert hat ihn sogar bemerkt, als er vom Baum aus in das Schlafzimmer blickte. Dida, 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 dum, da, da, da.
Willst du nicht mein Halstuch umbinden? Wieso? Ich hab nichts mit dem Hals. Ist dir das nicht peinlich? Was denn? Na, die Flecke. Mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Manchmal ist man ja eben wie ein Vampir, da muss er mir seinen Stempel aufdrücken. Und das gefällt dir? Warum nicht? Wenn man sich liebt. Und außerdem, wem es nicht gefällt, der muss ja nicht hingucken. Stellt euch mal vor, eben kommt hier eine Frau vorbei und die erzählt, dass so ein Sittenstorch sich hier rumtreibt. Der soll sogar eine Frau vergewaltigt haben, die gerade erst entbunden hat. Gerade erst entbunden? Bei uns in der Gegend? Das kann ich mir nicht vorstellen. Bestimmt wieder so eine Panikmache. Keine Panikmache. Der ABV warnt und befragt doch schon die Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann sowas macht. Was weißt du schon, wozu Männer imstande sind? Du nun wieder. Immer schön verallgemeinern. Jetzt sind's schon die Männer. Kaum taucht so ein kaputter Typ auf, schon packt ihr aus. Also ich mag Männer und meinen am liebsten. Schön für dich. Lassen Sie mich noch mal zusammenfassen. Der Täter hat die Schuhgröße 43, wie aus dem Foto ersichtlich. Er trug zur Tatzeit eine braune Korthose und hat einen einigermaßen verwertbaren Fingerabdruck hinterlassen. Als gegeben kann man annehmen, dass er seine Opfer und den Tatort sehr gut kennt. Sie also länger vorher beobachtet hat. Ich schlage folgende Maßnahmen vor. Erstens, Vorführung aller bereits einschlägig Vorbestraften. Zweitens, besondere Sicherung des Territoriums. Drittens, Aufklärung der Bevölkerung. Man muss den Gerüchten entgegenwirken. Viertens, generelle Kontrolle von Mopeds. Endlich ausgeschlafen. Wie spät ist es denn? Ist schon später Nachmittag, gleich um 6. Ich dachte, wenn sie jetzt nicht aufwacht, dann muss ich sie wecken. Sonst schläft sie die ganze Nacht nicht. Darf ich mal? Sie haben Schmerzen? Ja. Naja, ist ja ganz nass. Die Milch schießt, sie müssen stillen. Möglichst schnell, sonst gibt es Komplikationen. Sie brauchen sich nicht zu beherrschen. Schreien Sie doch, schreien Sie Ihren Schmerz heraus. Immer schreien Sie. Wie kann ein Mann sowas tun? Das ist doch unmenschlich. Ich schäme mich. Ich schäme mich für diesen Mann. Der hat keine Achtung vor anderen. Ich hasse ihn. Großartig. Bist du großartig? Haben Sie noch Kraft? Ja. Die Kriminalisten warten. Bringen Sie mir erst mein Kind. Gut. Wenn Sie nicht schreien, passiert Ihnen nichts. Ich will nur Liebe. Ich war wie gelähmt. Mit der einen Hand presst er mich an sich, mit der anderen verschloss er den Mund. Als er mich auf die Erde geworfen hatte, lockert er den Griff. Ich bettelte. Ich habe es entbunden, bitte tun Sie es nicht. Ich bin geschnitten. Und er? Sei still, sonst mache ich dich alle. Dann wurde ich ohnmächtig.
für ihn eine Leichtigkeit, mich zu fesseln. Ich kam erst zu mir. Es hat den Mund verklebt. Können Sie den Täter beschreiben? Jedes Detail ist wichtig. Kräftig war er. 1,70, 1,75 groß. Breite Schulter. Vom Gesicht habe ich nichts gesehen. Er trug ja diese Pudelmütze mit den Sehschlitzen. Und vielleicht die Augen? Für mich war alles schwarz. Aber da war so ein Geruch. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das beschreiben soll. Heu, Gras oder Stall. Frau Willert, haben Sie sich gewehrt? Gewehrt? Nein. Seine Drohung war ja so eindeutig. Vielleicht irgendwelche Abwehrreaktionen im Unterbewusstsein, was weiß ich. Würden Sie uns erlauben, Ihre Fingernägel zu untersuchen? Ich mache alles, was Sie wollen. Aber finden Sie den? Haben Sie was Brauchbares? Wollen Sie mal schauen? Ja. Hautpartikel. Mhm. Und das andere? Ein winziges Stück Haar. Ihr Täter hat schwarzes Haar. Na prima, in aller Weltsfarbe. Und er hat die Blutgruppe A, RH positiv. War alles unter den Fingernägeln von Frau Willert. Morgen. Guten Morgen. Morgen, Papa. Morgen. Ist was, Papa? Die Knöpfe. Welche meinst du? Na, von der Bluse, sie sind offen. Davon verstehst du nichts, das muss so sein. Genau so. Also, wenn du schon nichts drunter hast, mach einen Knopf zu. Ja. Du ziehst jetzt was anderes an. Ist das eine Weisung? Eine nachdrückliche. Gut, Papa. Gib's mir mal die. Also, ob das die richtige Erziehungsmethode ist. Maja, das ist 20. Außerdem. Ja. Sei doch nichts Schlechteres. Hier musst du mir eigentlich immer in den Rücken fallen. Ist es so recht, Papa? Also, wie du dich ständig anziehst, das ist geradezu eine Herausforderung. Aber Papa, das ist modisch, bequem, selbstbewusst. Selbstbewusst. Jawohl, selbstbewusst. Alle gehen so. Marietta, begreifst du denn nicht, die Kerle, die fressen dich mit Blicken? Papa. Du bist konservativ. Es ist doch schön, bemerkt zu werden. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Darf ich mich jetzt wieder umziehen? Thank you.
Die Frau. Leute! Da vorne, los, gib Gas! Nein, bitte lassen Sie mich gehen! Ist gut. Bitte. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei. Ich will Ihnen doch helfen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich doch. Was ist mit den Geschädigten? Körperverletzung durch Schläge des Täters. Ärztliche Versorgung erfolgt am Ort. Der nervliche Zustand der Geschädigten ist instabil. Alle Kräfte am Einsatzort. Das Territorium um den Jagen 42 und die angrenzenden Wohngebiete sind abgeriegelt. Am Tatort. So, wir fangen dann gleich hier rechts in der Schonung an, ja? Besser? Fühlen Sie sich in der Lage für ein erstes Gespräch? Ich überlege die ganze Zeit, wo ich den schon mal gesehen habe. Der Tatort liegt im Jagen 42 in der Nähe des vielbegangenen Birkenweges. Von Nord nach Süd gesehen, rechtzeitig in einer kleinen Kiefernschonung in ca. 10 bis 12 Meter Entfernung des bereits erwähnten Weges. Gefunden wurden am Tatort erstens ein Damenschuh und zweitens eine graue, lederne Damenumhängetasche. Du, guck mal, das sieht nach Blut aus. Du hast es erfasst. Und drittens, in einem kleinen Birkenblättchen konnten vermutlich Blutspuren sichergestellt werden. Und das ist noch mehr. Was denn? Etwas, was du nicht sehen kannst. Ach, und du siehst das? Logisch, das rieche ich förmlich. Fasern von seiner Kleidung. Wo gekämpft wird, bleibt immer etwas hängen. Such, brav, mein Dicker. Such, ja, such. Platz! Genosse Oberleutnant, kommen Sie mal bitte. Heinrich, hier gibt's Arbeit für dich. Circa 150 Meter vom Ereignisort entfernt konnte eine Fahrzeugspur durch den Pferdenhundeführer festgestellt werden. Na, das ist doch mal was Feines. Die reinste Visitenkarte. Und komm, mein Dicker, schön weitermachen. Such, ja, such, brav. Platz! Was haben wir denn da? Bei der Begehung der näheren Umgebung des Ereignisortes wurde fünftens ein Sack gefunden. Richtig, und nun trampelt mir hier nicht rum. Alles schön liegen lassen, das ist alles meins. Mein Vorteil war vielleicht, dass ich keine Angst hatte. Ich war nur überrascht. Plötzlich springt da einer aus dem Gebüsch, schmeißt mir eine Schlinge über den Körper, drückt mir seine Hand auf den Mund, dass mir die Luft wegbleibt. Was der wollte, wurde mir erst viel später klar. Und jetzt kam sowas wie Angst. Ich dachte nur, du musst dich wehren, musst schreien, der darf nicht zur Ruhe kommen. Du musst raus aus dem Strick. Irgendwann muss er eine Hand lockern. So war es auch. Dann habe ich gebissen
und geschrien. Dieser Karnickelbock! Irgendwas habe ich auch zu fassen gekriegt, ein Stück Jacke oder Hemd oder so. Wo haben Sie das gelassen? Weiß nicht. Weggeschmissen. Marietta, überlegen Sie noch mal. Vielleicht können Sie sich doch erinnern, wo Sie ihn gesehen haben. Ich komme nicht drauf. Können Sie den Mann beschreiben? Augenfarbe, Narbe. Ich weiß nur, dass er schwer war, Kraft hatte und Augen wie zwei schwarze Löcher. Vorhin haben Sie den Mann als Karnickelbock bezeichnet. Ist das ein Schimpfwort für Sie? Nein. Jetzt weiß ich, wonach er gerochen hat. Nach Karnickelbock. Warum sind denn die Viecher noch nicht raus? Ja, hab ich vergessen. Wo warst denn du so früh? Muss ja hin gewesen sein. Futter holen für die Karnickel. Ich sehe kein Futter. Hund hat mir angefallen. Ja, gewissen hat er mich. Du gehst ja nicht zum Arzt? Wenn der Tollwut hat? Nein, er hat keine Tollwut. Ist halb so schlimm. Deine Sachen sehen aus. Samt ist zerrissen. Kämpfst du immer mit so einem Köter? Wo ist nun das Futter? Wo ist denn das Futter? Wo ist denn das Futter? Stellst du nur für Fragen? Kümmerst dich doch sonst nicht drum! Ich würde zum Arzt gehen. Und komm, Dicke. Such, fein. Weiter. Such, brav. Such. Ja, schön, such. Such. Ja. Ja, prima, Dicker. Was uns Sack alles erzählt. Ein Speiseplan für Haustiere. Ist doch eine schöne Information. Ich sehe mir das noch näher im Labor an. Ich habe ein Stück karierten Stoff gefunden. Sieht aus wie eine abgerissene Taschenplatte. Na, das Bild rundet sich doch ab. Jetzt braucht ihr nur noch Namen und Adresse. Und die stehen nicht zufällig im Sack, was? Mit der Mopedspur lässt sich eine ganze Menge anfangen. Die lasse ich vervielfältigen. Aber schnellstens. Lutz, du wirst versuchen herauszukriegen, wie viele Kleintierhalter, bäuerliche Kleinbetriebe und Züchter es in diesem Territorium gibt. Unterleutnant Görz, Sie werden die Herkunft des Hemdes ermitteln. Wann kriegen wir erste Ergebnisse? Na, schnellstens. Und welche Aufgabe haben Sie mir zugedacht? Ach so. Nee, Sie bleiben vor Ort. Richten Ihr Augenmerk auf Mopeds. Organisieren eine geschickte Information. Aber ohne Hysterie zu verbreiten. Sie wissen, wie man das macht? Ich glaube schon. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Schmeiß die Sachen weg. Was dagegen? Thank you.
geben Sie schon her. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Hast du denn das gemacht? Nachts. Wenn ich nicht schlafen konnte. Ich danke dir. Ja, das ist nun schon die zweite und das am hellerlichten Tag. Erst vergewaltigen und dann umbringen. Sieht junges Blut schrecklich. Die sind ja selber schuld, manche Weiber. Putzen sich hoch, wackeln mit dem Hintern und zeigen schamlos ihren Körper. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie eines Tages Nackenturm rennen. Ja, dann sind wir doch mal ehrlich, wie laufen die denn rum, die jungen Dinger? Ohne Büstenhalter und untenrum ein Stückchen Stoff mit so einem langen Schlitz. Und die Gusche angemalt wie eine rote Laterne. Also entschuldigen Sie bitte, diesen Quatsch kann man sich einfach nicht mit anhören. Außerdem erzählen Sie nicht die Wahrheit. Das ist doch die Höhe. Ja, Sie lügen oder Sie verbreiten Gerücht. Hier ist niemand umgebracht worden. Die junge Frau lebt. Und die hat auch nicht mit dem Hintern gewackelt, sondern sie hat sich verzweifelt gewehrt. Sie soll ihn ja in die Hand gebissen haben, nicht? Ja, Sie wissen es doch. Warum hören Sie so einen Quatsch an? Bei dem viel erzählt, wenn so etwas passiert. Ja, aber leider selten die Wahrheit. Kilo Kirschen, bitte. Ist ja doch einer zu Hause. Haben wir Sie erschreckt? Ja, erschreckt. Tut uns leid, das war nicht unsere Absicht. Frau Selawski, das ist Unterleutnant Mohr von der K. Mich kennen Sie ja. Natürlich. Aber Frau Selawski, was haben Sie denn? Beruhigen Sie sich doch bitte. Das war Ihr Klopfen. Ich bin allein, ich habe niemanden erwartet. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wir halten Sie nicht lange auf. Im Zuge einer kriminalpolizeilichen Ermittlung überprüfen wir Mopeds. Und jetzt wollen Sie unseres? So ist es. Ja, dann müssen wir mal sehen, ob es da ist. Kann sein, mein Mann holt Futter. Wo arbeitet Ihr Mann? Der lebt vom Hof. Blumenkohl, Kaninchen, Morgen. Er lebt vom Hof. Und Sie? Natürlich. Wir. Haben Sie ja Glück. Es ist da. Haben Sie gefunden, was Sie suchen? Nein.
Seien Sie froh. Ja, bin ich auch. Na, das war's schön, Frau Silaske. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Sie müssen sich nicht aufregen. Reine Routinearbeit. Wir klappern alle ab. Ich bin immer so, dass die Schilddrüse. Karl, wenn du diese Zeilen liest, habe ich dich für immer verlassen. Ich weiß jetzt, dass du... Habe ich mich gewehrt. Eine Schere. Der hat mich nie geliebt. Wer Liebe nicht gelernt hat, kann Liebe nicht geben. Liebt nicht. Nie. Er hasst alle Frauen. Will sie doch stören. Solche haben Freude am Kaputtmachen. Die Frauen klein sehen. Was willst du jetzt tun? Soll ich ihn anzeigen? Ich habe ihn doch mal geliebt. Alles geht kaputt. Die Leute werden mit Fingern auf mich zeigen. Die ist schuld, die hat ihm nicht gegeben, was er gebraucht hat. Denk an die anderen Frauen. Denk an deren Leben. Was soll denn noch passieren? Er ist ein Verbrecher. Vielleicht ist er krank. Den Frauen ist das egal. Vor so einem muss man sich schützen. Menschen, die Menschen kaputt machen, muss man bekämpfen. Gut geschlafen? Das Bett angewärmt. Schönen Gruß von deiner Frau. Ja, danke. Was trinkst du denn da? Na, Wasser. Ist denn kein Kaffee mehr da? Nee. Hier sind frische Schritte. Weck doch mal so Jungschen, vielleicht kann der Kaffee auftreiben. Hier. 6 Uhr. Sie wollten geweckt werden. Danke. Und? Gibt's was Neues? Na, lies mal. Du, der hat auch längst was mitgekriegt und sich verkochen bei dem Aufwand. Was schreiben die Chefs da? Sind sauer, hast du doch gelesen. Wollen Erfolge sehen. Bei dem Aufgebot muss doch was zu machen sein. Puh, ich wüsste nicht, was wir noch mehr machen sollen. Im Zweifelsfalle mehr, sagen die Chefs. Seht mal, was ich hier habe. Hier, habe ich von der Strommeisterei bekommen, haben die aus dem Wasser gefischt. Na? Und wo? Genau hier. Da war ich gestern, ganz in der Nähe. Wo genau? Da. Ich hab das Moped überprüft. Ja, und weiter. Der Mann war gar nicht zu Hause. Die
Frau Noor Silavske. Sehr nervös. Käme von der Schilddrüse, meinte sie. Und wo arbeitet der Mann? Er lebt vom Hof, sagte sie. Und dann verbesserte sie, wir leben vom Hof. Na, nichts wie hin. Vielleicht haben wir Glück. Silavske! Drück doch mal auf die Klinke. Ist jemand hier? Ist ja gar kein Moped da. Der ist auf Tour. Moment mal. Wartet mal. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ein Anhänger mit Mopedbereifung. Hast du mal ein Foto da? Moment. Ich werde verrückt. Karl, wenn du diese Zeilen liest, habe ich dich für immer verlassen. Ich weiß jetzt, dass du der Täter bist. Wir haben ihn. Noch nicht. Konrad 1 für ODH, bitte kommen. ODH hört. Bitte um direkten Sprechverkehr für alle Einsatzkräfte. Muss Fahndungsstufe 1 auslösen. Gesuchte Person flüchtet in östliche Richtung. Sind Sie verletzt? Nein. Warum haben Sie denn nicht gerufen? Ich war doch in Ihrer Nähe. Na, jetzt mal können. Es ging alles so schnell. Hier ist der Jagen 48. Und der Sumpf. Der kann nur zum Fluss. Also, los. Gleich durch.
Sein Messer. Und seine Maske. Bisschen leichtsinnig, was? Warum haben Sie denn nicht gerufen? Es ging ja alles so schnell. Und außerdem wollte ich es wissen. Dabei war ich mir so sicher, dass ich ihn packe. Sicher. Sicher ist man nur, wenn man sich auf andere verlassen kann. Trotzdem. Meine Anerkennung. Schöner Tag heute. Der Regen hat gut getan.